Hallo, liebe Gartenfreunde. Ja, hier haben wir jetzt einen Lorbeer. Da ist es jetzt auch so, den muss ich unbedingt umtopfen. Da sieht man jetzt auch schon, der wird viel zu hell. Also das kann man einfach durch Dünger nicht mehr ausgleichen. Man muss Pflanzen einfach ab einer gewissen Zeit immer wieder mal einen größeren Topf geben. Oder was, wenn man das jetzt nicht so unbedingt machen möchte, weil das dann zu schwer wird, gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ding rausnehmen, mit dem Schlauch die Erde rausspritzen und dann entsprechend frische Erde wieder reinmachen. Weil Pflanzen haben halt die Eigenschaft, dass sie sowohl Sachen aufnehmen, also rausnehmen aus der Erde, also irgendwelches, und eben aber auch Sachen ausscheiden, die sie nicht mehr brauchen. Und wenn das natürlich in so einem Topf drinnen ist, dann ist irgendwann von diesen Ausscheidungsprodukten zu viel und das, was sie braucht, einfach auch alles schon rausgelutscht. Klar, wenn jetzt der Lorbeer irgendwo in der Natur steht, hier wächst er natürlich nicht, ist zu kalt, dann werden einfach die Wurzeln einfach immer länger und tiefer. Da holen sich die Pflanzen das, was sie brauchen. Und das kann man halt im Topf, geht das halt nicht. Deswegen muss man die Sachen umtopfen und eben das Wichtige ist, einfach man muss gute Erde haben. Wenn man da spart, spart man an der falschen Stelle. Aber da gab es ja schon den Film mit dem Erdemischen. Dann haben wir hier noch einen Salbei. Den überwinter ich auch immer. Den habe ich jetzt auch nicht umgetopft. Da geht es noch. Also das ist ein ganz... Also Salbei gibt es ja sehr viele. Das ist ganz interessant. Da schmeckt man, wenn man dran saugt. Tatsächlich hat man einen richtig süßen Geschmack. Also dieser Salbei hat wirklich viel Nektar da drin. Das ist also immer mal ganz nett, da dran zu lutschen. Ich glaube, den schwarzen Salbei, den haben wir das letzte Mal schon vorgestellt. Gut, Salbei gibt es einfach wahnsinnig viele Arten. Das sind jetzt alles eher tropische, die dann ins Haus müssen im Winter. Gibt es auch ganz schöne blaue. Ja, Salbei ist eine riesige Familie. Ja. Dann haben wir da noch die die Oleander. Da habe ich auch festgestellt, dass ab einer gewissen Größe oder Alter, sagen wir mal so, die auch nicht mehr so richtig gut wachsen. Da ist dann meine Erfahrung gewesen, da kann man halt immer wieder mal Stecklinge machen. Das haben wir ja auch schon mal einen Film gemacht über Stecklinge machen. Und da habe ich halt festgestellt, wenn die dann so 2 Jahre alt sind oder 2,5, da blühen sie am stärksten. Und wenn man dann welche hat, die dann schon da in diesen Töpfen drin sind, so 6, 7 Jahre, irgendwie mögen sie dann nicht mehr so richtig gut. Also es ist von dem her schon sinnvoll, immer wieder neue Stecklinge zu machen. Und wenn die dann so mal die Größe haben, da geht es dann los, dass sie dann wirklich gut blühen. Ja, ist wahrscheinlich eben auch das Problem, dass halt irgendwann die Erde verbraucht ist in dem Topf. Und ich natürlich nicht gewillt bin, immer wieder einen neuen, größeren Topf zu nehmen, weil irgendwann kann ich sie nicht mehr schleppen. Und das geht halt dann nicht. Also dann schmeiße ich sie lieber weg und mache wieder neue. Dann haben wir da noch den Acacanthus. Das ist jetzt eine kleinblättrige und kleinblütige Sorte. Das ist jetzt auch was recht Dankbares. Mögen aber halt auch immer wieder gedüngt und genug Wasser haben. Na, die muss man im Winter auch ins Haus tun. Es gibt Sorten, gerade von diesen kleinblättrigen, die im Freien auch überleben. Sogar hier am Alpenrand habe ich das jetzt einmal gesehen. Weiß ich jetzt aber nicht, was für Sorten das sind. In den Weinanbaugebieten ist es klar, da könnte man wahrscheinlich den auch draußen lassen. Weil sie bis minus 10 Grad, glaube ich, halten sie schon aus. Ja, das war es jetzt mal so, die Topfpflanzen.